So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um den Adidas James Harden 1, den ich hier jetzt schon am Start habe. Und zwar habe ich diesen Sneaker hier online gesehen und dachte mir, warum zum Teufel hat der noch keinen Hype? Beziehungsweise, warum besitzt den gefühlt kein Mensch auf dieser Erde? Beziehungsweise, habe ich den Sneaker noch nie irgendwie auf der Straße oder im Footlocker gesehen, aber auch genauso wenig online auf Instagram oder sowas. Und mein erster Eindruck war auf jeden Fall designtechnisch echt positiv und ich dachte mir deswegen, komm, bestell das Ganze dir doch einfach mal und guck dir genauer an, ob sich dieser Sneaker hier lohnt oder nicht. Auf den ersten Blick fand ich irgendwie schon, dass der vielleicht sogar das Zeug dazu haben könnte, Schuhe wie den Nike Air Presto oder den Ultra Boost oder sowas abzulösen, so in Sachen Hype, sag ich jetzt mal, weil ihr wisst ja, die Ultra Boost hat gefühlt jeder zweite an. Heißt auch nicht, dass der Schuh schlecht ist, mir gefällt der richtig gut, ist einer meiner Lieblingssneaker auf jeden Fall. Und ich fand so, der könnte doch auch ein Sneaker sein, der vielleicht in naher Zukunft beliebter wird, als man vielleicht denken mag. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal hier die Packung an. Die ist im Prinzip nicht wirklich besonders weiß mit goldenen Akzenten, mit dem Harden-Logo hier vorne drauf. Dann hier nochmal ganz Adidas-typisch einfach so die Infos zum Schuh an sich. Juckt ja im Prinzip wie immer auch kein. Deswegen holen wir den Sneaker hier einfach raus. Da sind jetzt keine extra Laces oder Dustbags für den Schuh dabei, was vielleicht ein bisschen schade ist für den einen oder anderen von euch. Mich persönlich juckt es jetzt ehrlich gesagt nicht so. Die Packung kann dann auch weg. Es sei denn, man will die sich irgendwie an die Wand hängen oder sowas. Gerade hier dieser Colorway mit dem schwarz-weißen Grundaufbau, diesen, ich sag mal, Turtle-Dove-farbenen Laces und den goldenen Akzenten hier am Ende der Laces, hier nochmal an der Zunge das Harden-Logo und nochmal hier diese drei goldenen Stripes, finde ich insgesamt ein richtig cooles Bild, was der Schuh hier einfach so wiedergibt. Und deswegen war das auch so der Grund, warum ich gesagt habe, okay, guck dir das mal genauer an. Es ist so eine Mischung, finde ich, aus Jordan Eclipse wegen dieser langen Zunge, beziehungsweise kommt mir das eben so ein bisschen so vor. Es ist natürlich auch ein Basketball-Sneaker, was bei James Harden natürlich ein bisschen selbstverständlich sein sollte. Aber es ist eben ein Basketball-Sneaker und dementsprechend sieht er auch so ein bisschen so aus. Was mir aber als allererstes aufgefallen ist, als ich den das erste Mal getragen habe, ist einfach, dass das Design, was man jetzt so hier von außen bekommt, durch das Fitting am Fuß so ein bisschen, ich sag mal, zerstört wird. Weil ich finde persönlich, dass die Zunge hier, wenn man das Ganze trägt, sehr, sehr groß aussieht, eben am Fuß. Hier so, jetzt finde ich, geht es einigermaßen, aber eben am Fuß sieht es ein bisschen eigenartig aus, ist aber auch nur meine Meinung. Das ist auch so der Grund, warum der Schuh dann doch nicht so cool ist, wie ich ihn anfangs fand. Aber ich denke, es gibt Leute, die feiern das, weil auch von meinen Kollegen gibt es ein paar Leute, die sagen, ich finde gerade die hohe Zunge extrem cool. Und das verstehe ich auch auf jeden Fall, aber meins ist jetzt ehrlich gesagt nicht 1000%. Wobei es jetzt auch nicht den Schuh irgendwie hässlich macht oder sowas. Das Ganze gibt es nämlich auch in ein paar verschiedenen Colorways. Was ich auch sehr cool finde, abgesehen von der Farbvariante, ist das komplett schwarze mit den goldenen Akzenten. Hat, finde ich, auch was. Und auch die Sohle sieht, finde ich, sehr detailliert und sehr cool aus. Da wurde sich auf jeden Fall auch Mühe gegeben. Genau, und es ist natürlich Geschmackssache, was man jetzt von dem Schuh vom Aussehen her hält. Mir gefällt der persönlich, gibt aber, finde ich, auch Besseres, um ehrlich zu sein. Von der Bequemlichkeit kann ich sagen, dass es natürlich, dadurch, dass es ein Basketballschuh ist, schon eher sich wie ein Hallenschuh anfühlt, sage ich mal, wie so ein Hallenfußballschuh so ein bisschen. Damit kann man das, finde ich, relativ gut vergleichen. Man hat hier kein Laufgefühl wie bei einem Yeezy Boost oder einem Ultra Boost oder sowas. Ist auf jeden Fall extrem anders. Trotz alledem wurde hier auch wieder von Adidas die Boost-Technologie mit integriert. Das sieht man hier an der Seite, wobei ich das auf den Bildern irgendwie gar nicht mitbekommen habe. Also ich ging nicht davon aus, einen Boost-Sneaker zu bekommen. Und ich finde, man hätte es auch eigentlich gar nicht mit einbauen müssen. Kann sein, dass es einen großen Unterschied macht zu einer normalen Sohle, sage ich mal. Aber es fällt, finde ich, nicht so stark auf. Also es wird zum Glück auch nicht als Boost-Schuh beworben, deswegen geht es auch, finde ich, vollkommen klar. Von der Verarbeitung her finde ich auch auf jeden Fall, dass der gelungen ist. Er ist nicht ganz perfekt so zusammengeklebt, sage ich jetzt mal, und zusammengenäht. Da wurden hochwertige Materialien verwendet, also das kann ich euch aus der Hinsicht quasi auf jeden Fall weiterempfehlen. Nur ist es halt hier auch nicht perfekt verklebt, was aber auch bei keinem Adidas-Sneaker der Fall ist, wenn man ganz ehrlich ist. Und ich habe das jetzt hier bei den beiden Paaren verschieden gelaced. Oft trage ich das einfach hier so offen, so eine auf Ultra Boost Yeezy Style, einfach so ein bisschen an. Lace, sage ich jetzt mal. Aber auch bei dem Sneaker finde ich cool, wenn man das Ganze einfach so normal trägt und hier eben dann eine ganz normale Schleife macht. Hat beides irgendwie was und ich wechsle da immer so ein bisschen ab. Was man jetzt von dem Sneaker hält, kann jeder für sich selber entscheiden. Ich habe euch das Ganze einfach mal in der Beschreibung verlinkt. Entschuldigt, falls ich so ein bisschen krank klinge. Ich habe wahrscheinlich eine Mandelentzündung. Ist ein bisschen Struggle, aber kann man nichts machen. Und ich verlinke euch, wie gesagt, den Schuh in der Beschreibung, falls ihr euch den mal genauer angucken wollt. Er fittet übrigens auch True to Size. Also ich habe jetzt hier US 11, was mir normalerweise auch ein bisschen zu klein sein sollte, was hier eben auch der Fall ist. Also das ist, denke ich, auf jeden Fall perfekt, wenn man da seine Größe nimmt, die man normalerweise auch trägt.
Ich hätte jetzt hier eine halbe Nummer größer gebraucht, aber falls man sagt, es ist ein bisschen zu klein, kann man auch ganz einfach hier das so ein bisschen offen tragen und dann hat man da auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Platz im Sneaker. Und ansonsten war es jetzt eigentlich auch schon wieder von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, würde mich riesig freuen. Und schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von dem Sneaker haltet. Ich denke, er wird relativ umstritten sein, aber ich finde ihn auf jeden Fall cool. Weiß nicht, ob ich den behalte, weil er mir eben so ein bisschen zu klein ist. Muss ich mal schauen, aber ich denke auch so für den Sport kann man den sehr gut tragen. Und es ist eben auch mal was anderes, wie zum Beispiel eben Ultra Boost, Pure Boost, NMDs oder sowas. Da hat man auf jeden Fall so eine kleine Abwechslung, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und das war es eben von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.